In großen Bürohäusern, Wohnanlagen, öffentlichen Einrichtungen, komplexen Industriegebäuden oder Flugzeugen und Fahrzeugen, überall braucht der Mensch optimale Bedingungen für die Innenräume von Gebäuden und Verkehrsmitteln. Im Studiengang Gebäudeenergie und Informationstechnik lernst du, Energie- und Versorgungssysteme von Innenräumen zu planen und einzusetzen. Außerdem erwirbst du innovatives Wissen, wie komplexe Gebäudeanlagen mit Informationstechnik automatisch kontrolliert und gesteuert werden. Bei deinen Überlegungen berücksichtigst du Energieeffizienz und Ressourcenschonung und leistest damit einen wichtigen Beitrag zu Klima- und Umweltschutz. Mir gefällt am Studium vor allem, dass man einen Rundumblick kriegt in der Gebäudetechnik. Die Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis. Das heißt, man lernt über Lüftungsanlagen, über Heizungstechnik, über die ganze Elektronik, Verkabelung und Programmierung für die modernen Gebäude. Zum Indoor Environment gehört unter anderem die Luftqualität. Dazu befinden wir uns hier im Luftqualitätslabor. So, das ist unser Modell zur Darstellung von Raumluftströmungen. Raumluftströmungen haben großen Einfluss auf unsere Behaglichkeit, dass wir uns wohlfühlen in den Räumen. Dieses Modell wurde von Studenten erbaut. Die Schaffung eines optimalen Indoor-Environments ist einer der wichtigsten Aspekte des Studiengangs. Hier geht es darum, in Gebäuden für gute Lichtverhältnisse zu sorgen, ein ideales Klima zu schaffen, optimale Luftqualität zu erreichen sowie die bestmögliche Schalldämpfung zu gewährleisten. Im Vordergrund deiner Betrachtungen steht das Wohlbefinden des Menschen. Aber auch für Industrie und öffentliche Dienstleistungen werden diese Kenntnisse benötigt. Im Grundlagenjahr des Studiums erwarten dich Fächer wie Mathematik, Physik, Elektrotechnik und Programmierung. Als Vertiefung lernst du in den folgenden Semestern unter anderem Automatisierungstechnik, Heizungs- und Klimatechnik, Kommunikations- und Datentechnik und Gebäudeautomation. Projekte, in denen du das theoretische Wissen anwenden kannst, folgen im dritten Studienjahr. Affinität sollte vor allem sein, dass man sich sehr gerne Herausforderungen stellt. Sehr gute Projektmanagement-Aufgaben muss man übernehmen können, auch für sich selbst seitens Zeitmanagement. Das Interesse an Elektronik und Computertechnik, weil die wird einfach in den neuen Gebäuden überall gebraucht und man kommt gar nicht mehr ohne diese Technik aus. Damit man in diesem Studiengang gut starten kann, könnte man vorher schon mal programmiert haben, muss man aber nicht, um Gottes Willen. Man sollte auf jeden Fall Interesse an technischen Sachen haben. Aber mitbringen sollte man auch Leidenschaft, Kreativität und Experimentierfreudigkeit. Es gibt gerade in den Fächern Elektrotechnik und Mathematik-Tutorien. Ich habe damals am Elektrotechnik-2-Tutorium teilgenommen und am Mathe-2-Tutorium. Und diese zwei Tutorien waren super. Das ist halt ein anderes Verhältnis zwischen Studenten, wenn man sich da gegenseitig die Sachen vermitteln kann. Und insofern ist es bei Guide, dass niemand alleine gelassen wird mit seinem Problem.